Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe aus meinem Let's Play von Dark Souls 3. Und meine Güte, was war das letztes Mal für eine lange, lange Runde. Das ist mir zwar überhaupt nicht so vorgekommen, aber nun gut, es hat sich auch gelohnt. Wir haben den Zweihänder, wir haben Endboss besiegt, wir haben eine tolle Waffe, den Zweihänder, irgendwie wiederhole ich mich. Und ich denke, genau an der Stelle wollen wir jetzt auch weitermachen und da werden wir am ehesten mal wieder zurück in den Sumpf reisen und unsere neue Waffe ein bisschen ausprobieren. Da freue ich mich auch drauf. Wald der Kreuzigung, Kristallweiser. Was könnte man machen? Kathedrale bin ich noch nicht bereit. Ich möchte erst mich gerne hier noch ein bisschen umsehen. Da ich erwarte, etwas stärker zu sein, hauptsächlich wegen der tollen Waffe und so, gehen wir auch wieder ein bisschen weiter zurück. Gehen wir mal in den Wald der Kreuzigung und da testen wir dann auch unsere Waffe erstmal ausgiebig aus. Ich möchte ja nicht irgendwie mit der besten Waffe dann gegen die besten Gegner kämpfen und dann denken, was ist das für eine Scheißwaffe, hat sich ja voll geändert. Nein, erstmal ein bisschen trainieren und unsere Lieblingswaffe liebgewinnen, das ist wichtig. Und ich muss, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt Glauben schon 20? Ja, dann werden wir natürlich auch den Blitz mal einstimmen. Ja, ich bleib mal bei der Heilung, die kann ich hier gut gebrauchen. Und dazu gibt es dann den Blitz. Und dann werde ich wahrscheinlich auch auf lang oder kurz die Rückkehr einfach benutzen. Gucken wir mal, wie gut der Blitz ist. Ui. Ah, hält sich in Grenzen. Kostet aber auch nicht so viel Fokus. Ich würde fast behaupten, ein guter Test für das Schwert wäre der Schwarze Ritter. Ich denke, dort können wir so langsam hin. Ist das auch die beste Stelle, um dahin zu kommen? Ich glaube, fast eins früher ist dann doch noch besser. Okay. Jetzt. Keine Ahnung, warum der gerade wieder aufgestanden ist. Vielleicht habe ich einfach nur schlecht gedrückt. Das kann natürlich passieren. Ich bin auch mal gespannt, wie lange die Ladezeit jetzt ist, wenn ich innerhalb des eigentlichen Gebietes teleportiere. Und offenbar ist sie ganz normal lang. Also lang. Zu lang. Aber naja. Und wir haben hier gleich ein rotes Gespenst gesehen. Aber gut, wir haben gerade eh keine Blut an, von daher werden wir wohl kaum irgendwas verpassen. Okay. Dann dürfte ein starker Schlag die Gegner locker töten. Das ist gut. Wenn der schwache Schlag doch wieder zwei braucht. Müssen wir halt drauf gucken, dass wir unsere Waffe möglichst schnell verstärken irgendwie. Aber ich glaube, ein Schlag. Oh, hinter uns ist jemand. Oh, hinter uns sind ganz viele. War ich wohl doch länger nicht mehr hier. Da muss ich mich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Nummer 1. Nummer 2. Der Schlag gefällt mir. Der scheint recht ordentlich die Gegner zu töten. Und da ist noch einer, meine Güte. Wart ihr immer so aggressiv hier? Ist mir gar nicht so aufgefallen. Da brauche ich nichts von. Wie gesagt, wir wollen ja eigentlich den schwarzen Ritter töten, deswegen sollten wir ein bisschen aufpassen. Die muss ich nicht mit Zauber belegen. Ich will eigentlich nur den dicken Gegner da hinten töten. Okay. Habe ich irgendwelche großen aufgejagt? Ah, okay, der kommt doch zu uns. Na dann. Bams! Oh yeah! Oh yeah, das ist halt auch Reichweite, dieser Schlag. Das ist ja fast die Reichweite eines Speeres. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr gut schon. Lila Moosklump nehme ich immer gerne mit. Und dann... Ah, habe ich genau den richtigen? Nee, da ist noch einer. Gut. Wollen wir mal gucken, ob wir den nicht ein bisschen überraschen können. Renn! Okay, aber
So schnell habe ich ihn noch nicht geholt. Ah, und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich mehrmals schlagen muss. Aber immer noch die Gegner ohne jedes Problem getötet. Ohne dass sie mich überhaupt verwundet haben. Ich mag meine neue Waffe wirklich sehr. Und wir können ja auch mal den schweren Schlag so ausprobieren. Das dürfte ja die Gegner sogar richtig kaputt machen. Ah, und warte, ich glaube, das Ding habe ich schon gesehen. Das haben wir irgendwie, habe ich irgendwo mal in irgendeiner Hilfestellung mit jemand getötet. Und da ist schon der schwarze Ritter. Dann wollen wir den ein bisschen aufscheuchen. Na, komm. Und eins. Und zwei. Ah, und jetzt wehrt er schon ab. Na komm, schlag. Und drei. Ah. Okay, ich glaube, ich habe ihn etwas unterschätzt. Ich hätte mich vielleicht vorher auch heilen sollen. Vielleicht macht es auch mehr Sinn, in der Zeit, in der ich jetzt hier kämpfen will, statt der Heilung einfach die Regeneration auszuwählen. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Gut, aber einmal sterben an dem schwarzen Ritter, das versaut mir die Laune noch lang nicht. Denn mit der neuen Waffe fühle ich mich trotzdem gut. Und vielleicht muss ich halt auch einfach den Zweihänder mal auf Glauben trimmen, dann mache ich mir jetzt eben das tollen Bild aus Glauben und Stärke, genauso wie ich es mag. Servus. Kann ich eine Rennattacke mit der starken Attacke machen? Ah, ja, kann ich, aber ich sollte auch aufpassen, dass ich gut treffe. Okay. So, ups. Oh, okay. Knapp. Ein bisschen zu knapp. Warum tue ich mich gerade blöd anstellen? Ah, Gott. Weil ich zu viele Gegner gegen mich habe, offenbar. Ah, fuck, dann halt so. Okay, dann fangen wir gleich mal an mit der Heilung. Eins. Zwei. Drei, damit es schön schnell geht. Ansonsten trinke ich mir einen davon und dann geht's weiter und ich stelle auch wieder auf den Blitz. Denn wenn ich blitzen muss, dann muss das schnell gehen. Und hätte ich mal die tolle Attacke mit dem Springen nicht gemacht, dann hätte ich sicher kein Problem gehabt. Ich glaube, wenn ich irgendeine Attacke nutze, dann wird das die starke Attacke sein. Ich habe dich wieder aufgeschreckt wahrscheinlich. Da komme ich wahrscheinlich nicht drum herum. Dann kann ich aber auch gleich schlagen auf dich. So, du kommst mir hinterher. Genau, du schlägst einmal. Dann kriegst du den ab und ich treffe dich trotzdem, obwohl du versuchst so toll auszuweichen. Das hast du jetzt davon. Und die töte ich auch mit einem Schlag. Das gefällt mir. Trotzdem, der schwache Schlag, der muss noch stärker werden. Der schwache Schlag muss meine Hauptattacke werden. Der geht einfach doch ein bisschen schneller. Wobei, die Reichweite hat er eher nicht. Das muss ich zugeben. Dann versuchen wir es mal so. Bam! Okay. Und, oh, okay. Aufpassen. Nicht treffen lassen. Und weg. Gut, das klappt noch. Das klappt noch gut. Gut. Und jetzt werde ich mich nochmal komplett so heilen. Wenn ich nämlich drei Regenerationen laufen lasse, während ich den schwarzen Krieger da versuche zu töten, dürfte das am einfachsten für mich sein. Und wir, ja gut, es sind zwar nicht viele Seelen, aber mitnehmen können wir sie ja. Eins. Okay, jetzt lasse ich ihn erstmal ankommen. Erst eins, zweimal. Ach komm, wir nehmen gleich den. So. So muss man einen schwarzen Ritter töten. Und so. Oh fuck. Okay, okay, okay. Wo muss ich raus? Hier muss ich raus.
schnell auf die Heilung schalten, bisschen hinter irgendeinen Baum verschwinden, damit er möglichst lange braucht, mich zu kriegen. Oh, fuck. Ah, dieser blöde schwarze Ritter ist zu schnell für mich. Jetzt muss ich doch mehr aufpassen, wo ich mich heile. Nein! Oh Gott, das war knapp. Uiuiui, der lässt mich nicht zur Ruhe kommen, der Gute. Jetzt aber. Jetzt dürfte doch kein Problem sein. Den Einschlag, den werde ich aber noch irgendwo anbringen können. Ja, die Reichweite, die du hast, die habe ich auch. Und ich krieg nix? Menno. Aber da habe ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr von versprochen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der Gegner nicht respawnen würde. Von daher, alles okay. Gucken wir dann halt mal, was wir hier so finden. Ich glaube, hier bin ich schon hochgegangen das letzte Mal. Ich gucke trotzdem mal nach. Nee, da ist ein Gegenstand. Oh, und hier hätte ich wahrscheinlich auf den schwarzen Ritter einfach einmal draufspringen können. Söldnerzeug. Oh, ich sehe schon, dass ich eine gewaltige Auswahl an coolen Klamotten habe, mit denen ich mir bald eine richtig coole Rüstung zusammenstellen kann. Dann werde ich höchstwahrscheinlich die Belastung noch so hochdrehen, dass ich die Rüstung gut benutzen kann. Ja, und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen an Söldner-Doppelschwert, an tollen Sachen. Was ist denn das? Krummschwert, zwei Waffen, ein paar Skimitars, vier. Ja. Okay. Das ist interessant. Das ist eine interessante Waffe. Schade, geht natürlich auf Geschicklichkeit, aber kann ich mir ja zumindest merken. Okay, und diesen Gegenstand kriege ich jetzt für den schwarzen Ritter. Okay, nicht so schlecht. Kohle von Pharaon. Das werde ich, damit kann ich sie was Tolles machen. Ja, aber klar, dass es hier nicht weitergeht. Aber wie komme ich dann an den Rest von dem ganzen tollen Zeug hier? Es hat mich jetzt selbst ein bisschen gewundert, dass es nichts von dem schwarzen Ritter gab. Hätte ich jetzt eigentlich zumindest was erwartet. Nicht unbedingt sein Schwert, das war ja immer zu schwer zu bekommen. Und auch nicht die Waffe, die ich führen will. Ich will meinen Zweihänder führen. Aber naja. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wie komme ich auf diese Seite? Gucken wir mal raus, ob wir da irgendeinen Weg sehen. Hier. Also offenbar müssen wir irgendwo noch eine weitere Ruine finden. Also gucke ich mich hier mal links um. Immer mit dem Auge nach links gerichtet. Aber hier geht es doch nicht weiter. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Und ich weiß nicht, eigene Folgen angucken ist ein bisschen blöde. Ich guck mal, wie gut ich mich schlage gegen so eine Krabbe. Kann ich dich jetzt von der Seite mit ein bisschen Blitze treffen? Ja, hält sich in Grenzen und ich habe kein Ding mehr. Aber ich habe ja genug davon. Dann kann ich zumindest die Kleinen töten. Ah, kann ich auch nicht. Der Blitz ist schwach. Da brauche ich vielleicht noch den stärkeren Blitz hier. Servus. Nein. So, jetzt können wir kämpfen. Wie habe ich gesagt, bei den Dingern einfach vorn dran stellen und warten, bis diese Stelle kommt. Dann schön draufhauen. Dann nochmal so draufhauen. Ups. Okay, dann doch ein bisschen zurückgehen. Was machst du? Und nochmal. Ja, das gefällt mir. Keine Gnade mit den großen Viechern. Einfach töten. Ohne Schaden zu nehmen. Yeah. Ich liebe meine neue Waffe wirklich sehr. Und dann können wir hier ja noch ein bisschen aufräumen. Wie gesagt, es könnte ja sein, dass wir hier irgendwie noch in die Ruine kommen müssen, um die letzten Gegenstände zu kriegen. Aus dem Grund habe ich jetzt auch die große Krabbe nochmal versucht zu töten oder mit Bravour besiegt, könnte man auch sagen. Ja, ich glaube, da hinten ging es nochmal lang irgendwie. Unglaublich, dass ich mit nur einem kleinen Heiltrank hier gerade versuche, neue Sachen zu erforschen, aber
das Schwert, das gibt mir eben doch ein bisschen Vertrauen. Okay, hier geht's ja, glaube ich, zum tiefen Busch, tiefen Sumpf. Dann kann ich wahrscheinlich von hier aus, also irgendwie von da unten auf der rechten Seite nochmal diesen Teil der Ruine irgendwie kriegen. Okay, in der Zeit möchte ich aber jetzt gar nicht zu dem Lagerfeuer hier, was gerade passenderweise mit einem Standbild gekennzeichnet wurde, sondern ich möchte mich gerne noch hier ein bisschen umsehen, im reinen Sumpf, wo man nicht gleich vergiftet wird, wenn man nur irgendwo rumstackst. Das macht auch sehr viel mehr Spaß. Denn hier haben wir noch einen Gegenstand und hier müssen wir, um den Gegenstand zu kriegen, irgendwie auf diesen Hügel. Und wie kommen wir auf diesen Hügel? Da müssen wir mal gucken. Ist hier noch eine große? Ne, die habe ich getötet. Und Bams, dann können wir auch die ganzen Kleinen töten, damit ihr nicht so eine große Mutter werdet und dann ganz viele andere Abenteurer irgendwann Probleme bereitet. So, auch wenn es nur wenig Erfahrungspunkte gibt oder Seelen gibt oder wie auch immer. Gut, hier muss ich drauf. Da scheint Durchgang zu sein. Servus. Okay. Doch ein bisschen stärker. Hier muss ich wahrscheinlich einfach runterspringen. Das war ja easy. Uiuiui, aber da ist noch ein fieser Zauberer. Der wo steht? Da unten irgendwo. Ah gut. Auf dich muss ich wohl springen. Ah, sehr schön. Action Berthold. Action Berthold. Ja, da ist der eine Gegenstand. Haben wir den dann auch abgehakt. Gott Falkenschild. Das ist wahrscheinlich ein schwaches Schild mit einer speziellen Eigenschaft. Wenn ich mich nicht irre, könnte es sein Lebenswiederherstellung? Kann das sein? So viele Söldner betrachten. Glücksbringer, naja. Es hält sich in Grenzen. Aber es ist ein cooles Schild, das muss ich schon sagen. Aber halt kein Schild, was ich benutzen werde. Vielleicht, wenn man Cosplay macht oder so, aber da kann ich mir Schöneres vorstellen. Gut, gucken wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Ich bin zwar nicht so gut, was HP angeht, aber mit meiner Waffe fühle ich mich gut. Verbrauchen wir nochmal alle Magie, die wir haben. Und dann gucken wir mal weiter. Oder allen Fokus. Das heißt der Fokus. Wenn wir eh da oben waren, gucke ich mich aber kurz nochmal hier um, ob ich da auch alles abgegrast habe. Ja, sieht ganz gut aus. Darunter gibt es wahrscheinlich keinen Gegenstand. Glaube ich jedenfalls nicht. Schauen wir mal nach. Ne, da geht's einfach nur hier runter. Phew. Dann gucken wir hier ein bisschen weiter. Ah, wie gesagt, mit der Waffe fühle ich mich so stark. Da kann ich jetzt sicher alle Gegenden noch mal kurz ein bisschen durchgucken, ob ich irgendwas Tolles vergessen habe. Ah, euch mache ich ohne Probleme fertig. Da bin ich, glaube ich, letztes Mal lang gegangen. Das war ja die Stelle, wo ich tolle neue Gegenstände gefunden habe. Gucken wir trotzdem noch mal kurz nach, ob wir alles haben. Genau, da war dieser Zauberer. Aber du gibst uns ja nichts weiter. Oh, well, nothing has changed. Yeah. It is either a natural fate. Be on your way, then. You're unkindled. Okay, du wirst uns keine Zauber beibringen. Können wir da eigentlich Richtung Endboss gehen, oder? Da würde es, wenn ich mich nicht irre, zu der Katakombe gehen. Bin ich da richtig oder denke ich jetzt falsch? Yay! Bam! Okay, ihr könnt Lamsang zu mir aufschließen. In der Zeit töte ich hier einen anderen Zauber. Und zwar mit schönen harten Attacken. Oh, und der zweite Angriff von der harten, der geht auch von oben und könnte potenziell dazu dienen, die Gegner
K.O. zu schlagen, also dass sie auf den Boden fallen. Gut, dann gehen wir weiter bei Pharaons Feste. Da gab es ja noch den einen Weg, den ich gern gehen wollte. Auch wieder in die Ruine. Ja, machen wir so. In Pharaons Feste würde ich dann aber eigentlich sagen, lieber statt dem Regenerationszauber den Heilzauber für die Krankheit. Das macht doch mehr Sinn irgendwie. Wobei wir haben jetzt wahrscheinlich auch genügend von diesen Anti-Gift-Dingern, aber die hebe ich mir gerne noch ein bisschen auf und werde die ganz zum Schluss dann wirklich in die Gegenstandsauswahl aufnehmen einfach. Ich guck mal kurz auf die Uhrzeit. Ah, noch ein bisschen Hammer. Noch ein ganz klein bisschen kann ich rumlaufen. Und hier geht es, wenn ich mich nicht irre, zu den Fluchdingern. 6000 Seelen. Bisschen kritisch, aber ich versuch's. Ich glaube, hier bin ich nämlich noch nicht durch gewesen, was Erforschung angeht. Und ich kann euch immer noch nicht mit einem Schlag töten. Verdammt. Okay, da sie ja auch nicht nochmal angreifen, kann ich aber versuchen, mit zwei Händen die Gegner auszuschalten. Weil wenn die mit einem Schlag sterben, ist das ganz praktisch. Oh, okay. Ja, voll eine Fluchding abgekriegt. Das ist nicht gut. So, wieder voll ins Fluchzeug gestanden. Jetzt muss ich erstmal warten. Jetzt muss ich euch erstmal drum bitten, kurz mit mir hier zu verweilen. Okay, da kommt einer. Von dir bewege ich mich mal ein bisschen weg. Oh nein, er hat uns gesehen. Und ich bin immer noch fast zu sehr verflucht. Bam, okay. Da habe ich nichts abbekommen. Das ist gut. Dann kann ich ja jetzt ein bisschen weitergehen. Aber Gott, dauert es lang, bis der Fluch endlich abgeht, wenn man den nicht mehr hat. Ah, Mist, aber ich glaube, ich bin von der anderen Seite gekommen. Kann das sein? Oh, da patscht irgendwas. Da patscht irgendwas auf mich zu. Ja, da. Okay, aber so wie ihr euch anstellt, weiß ich gar nicht, warum ich so viele Probleme hatte mit euch das letzte Mal. Ihr rennt ja immer auf mich zu, springt dann hoch und dann kann ich schön unter euch wegtauchen. Okay, da war diese Stelle, wo ich nicht weiterkam. Kam ich hier überhaupt irgendwo weiter? Oder ist es einfach nur... Ja, da komme ich mit ein bisschen... Ach, verdammt, komme ich doch nicht weiter. Da muss es irgendwie anders lang gehen. Aber da ist ein Gegenstand, den ich noch nicht habe. Also es hat sich schon fast wieder gelohnt, hier entlang zu gehen. Auf dieser Seite, dann wäre ich beim letzten Mal einfach hier durchgegangen, hätte ich vielleicht überlebt. Aber nun gut. Da, oh, das ist süß, ein Arm, der aus dem Moor geragt. Allerdings nur eine Seele. Kein tolles Schwert. Wobei, welches Schwert brauche ich überhaupt noch? Ich habe ja meine Waffe, ich habe ja meine Zweihänder. Da brauche ich keine Waffe mehr. Ich hoffe, es ist euch jetzt nicht zu langweilig, dass ich die ganze Zeit sage, dass ich wahrscheinlich nie wieder die Waffe wechseln werde. Aber es ist halt so. Es ist halt leider so. Oh, und da ist nochmal einer. Kein Problem. Oh, und da ist noch einer. Kein Problem. Nicht mal annähernd ein Problem. Schauen wir mal. Ich erwarte, dass... Hinterher kommt keiner. Das ist gut. Und hier ist tatsächlich ein Gegenstand. Aber auch nur eine normale Seele. Der Nutzen hält sich halt so in Grenzen. Aber ich fühle mich so, als würde ich hier noch viel zu entdecken haben. Schließlich habe ich hier oben zwei Gegenstände schon mal. Da geht es irgendwie auch hoch. Gucken wir mal kurz, wo es da lang ginge. Dann heilen wir uns kurz. Trinken nochmal ein. Und dann gucken wir mit den Blitzsperren mal weiter. Das wäre natürlich auch eine gute Waffe jetzt gegen die Fluchdinger gewesen, aber naja. Okay. Ach nee, wenn du einfach da stehst, dann werde ich dich natürlich erstmal so töten. Und bam! Sehr schön.
die Großen kriege ich jetzt einfach mit zwei starken Schlägen zweihändig hin. Das gefällt mir. Aber von der Stelle bin ich gekommen. Das ist eine Stelle, die scheint in meiner Erinnerung irgendwie zu existieren. Von daher gucken wir erstmal hier ein bisschen weiter. Ich möchte die zwei Gegenstände hier wirklich gerne bekommen. Und da ist auch noch ein Gegenstand. Also hier ist offenbar noch ein Teil des Sumpfes, den ich ein bisschen erkunden kann. Ach, nehmen wir mal den Speer für diesen Gegner. Schauen, wie viel Speere ich hier brauche. Ah, fuck. Gerade einen Schritt zu weit zurückgegangen. Komm mal bitte her. Komm, platsch nicht hier blöd rum. Komm auf mich. Du willst mich doch verfluchen. Komm, ich kenn dich doch. Jetzt. Bam. So mag ich meine Gegner, aber um die Vergiftung komme ich jetzt, glaube ich, nicht drum rum. Von daher kann ich auch gleich durchrennen. Oder durchhüpfen. Wie gesagt, das finde ich immer noch irgendwie seltsam. Oh, fuck. Das ist problematisch. Hier muss ich jetzt aufpassen. Zu viele Gegner. Okay. Du zuerst. Dann du. Und dann du. Und dich kann ich jetzt auch so töten. Okay. Aber drei Stück. Das sollte man nicht unterschätzen hier. Reparaturpulver. Braucht schon Reparaturpulver. Was haben wir hier? Zwickmühle. Ha? Auf jeden Fall interessant. Was haben wir da hinten? Was ist das für ein komisches Teil? Kein Gegner, ich kann es nicht anvisieren. Was ist das? Goldene Schriftrolle. Das ist ein bisschen seltsam. Wie steht's mit Nachricht lesen? Lasst erscheinen, Prinzessin. Ich bin unsicher. Ich kann jetzt gleich aufgefressen werden, aber... Ich versuch's einfach. Ah, Gott sei Dank. Altertümliches Gewand. Okay, dann habe ich jetzt die komplette Ausrüstung von der Dusk. Wenn ich jetzt einen weiblichen Charakter spielen würde, der Magier ist, wäre das eine ziemlich coole Rüstung. Aktuell ist es eher so, meh. Aber die Frage ist immer noch, wie komme ich denn zu den Gegenständen da oben? Muss ich da wahrscheinlich wieder von irgendwo anders runterfallen? Ah, das ist furchtbar. Die haben da immer Gegenstände direkt in meiner Reichweite und ich komme da nicht hoch. Das ist ein bisschen frustrierend manchmal. Gehen wir jetzt erstmal rechts weiter. Ich glaube, hier gibt es noch einiges zu entdecken für uns. Da, 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 da. Okay. Dann muss ich wohl da hoch und dann kann ich von da irgendwie runterspringen. Das macht Sinn, glaube ich. Da, 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 da. Okay, aber da komme ich wieder nicht hoch. Wie komme ich da hin? Das wird die nächste Frage. Und was kann ich hier noch alles finden? Da ist so ein großer Gegner. Ich weiß nicht, ob es einer der großen Gegner ist, die mir schon untergekommen sind. Ich gehe einfach mal weiter. Okay, und da ist die Schneckenhochburg. Also sind wir schon relativ nah an der Stelle, wo wir uns wieder gut auskennen. So, einfach einmal rein, alles töten, fertig. Dann können wir aber auch gut zum Leuchtfeuer hier nochmal gehen. Wir haben zwar noch kein Level-Up, aber ich denke, wir sind jetzt hier rechts eigentlich ganz gut durchgekommen. Schade zwar, dass wir noch nicht die Stelle gefunden haben, wo wir wieder in die Ruine kommen. Aber ich hoffe mal, dass wir die irgendwann auch finden werden. Dann gucke ich mal auf die Uhr. Ja, ich will keine so lange Folge diesmal machen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder. Tschüss!